So. Wie gesagt, wenn wir dann sehen, was uns sukzessive Probleme bereitet, dann können wir dagegen reagieren, oder darauf reagieren. Und dann wieder unsere Lösungen finden. Und so können wir jetzt uns halt wieder sukzessive ganz langsam vortasten an, was brauchen wir eigentlich. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen Lebensmittel. Die Auslastung ist zu gering. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich da nicht zwei Rinderfarmen hinsetze. Das wäre für uns auf jeden Fall besser geeignet. So, da unten müsste ein Schiff angekommen sein, das jetzt eigentlich meine Insel inspizieren können müsste. Eine Goldader schlummert im Berg. So. Dann fahr mal dahin. Wahrscheinlich ist da nichts mehr. Und dann würde ich vielleicht auch mal dahin fahren. Da. Ach, ist egal. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Cool. Okay, dann fahren wir dahin. Dann können wir hier vielleicht noch einen Kai hinsetzen. Also falls uns jemals das Erz ausgehen sollte, da hätten wir noch Möglichkeiten. Es gibt Erz auf dieser Insel. Aber kein weiteres Gold. Das ist halt das, was mich so ein bisschen wurmig macht. Also hier gibt's Erz, da gibt's Gold. Da gibt's auch Erz. Hier gibt's nix. Dann könntest du, da unten waren wir ja jetzt schon, da haben wir keine Gebirge. Hier könnten noch was schlummern. Das sieht mir sehr goldig aus, dieses Feld hier. Weil, wie gesagt, meine Leute halt sehr schmuckaffin sind. So. Wie schaut's mit den Lebensmitteln aus? Die Lebensmittel sehen erstmal gut aus. Lö, lö, lö. So, dann würde ich den Verkauf von Sachen abbrechen. Das da brauche ich nicht mehr. Das da, das da, das da, das da. Weil wir das jetzt alles selber brauchen, erst einmal. Da unten übrigens auch. Verkauf. Blub. Was ist hier mit Verkauf? Blub. Okay. Da verkaufe ich nichts. Das passt dann erst einmal. Ah, da ist ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Kommt ein Schiff gefahren. La 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 la. So, hier kann ich auf jeden Fall nicht mehr die Insel erkunden. Das heißt, wir haben ja auch keine weiteren Rohstoffe. Hier genauso wenig. Und bei den anderen oberen Inseln habe ich es meiner Meinung nach schon überprüft, oder? Wahrscheinlich schon. Das heißt, wir haben nur eine Goldmine. Das heißt, das ist ein bisschen doof. Das heißt, wenn ich das Gold ein bisschen verfeinern wollen würde, also ein bisschen mehr Gold rausholen, dann müsste ich das quasi so machen und dann müsste ich hier eigentlich reinbauen. So, und da ist die Frage. Das kann ich jetzt probieren. Fehlt mir natürlich ein bisschen das Holz dazu.
Wo habe ich denn mein Schiff? Da habe ich es. So, dann würde ich da ganz gerne mal ein bisschen Werkzeug einsammeln. So, Steine, Holz, Werkzeug. Und dann düsen wir... Da war die Goldmine. Yep. Dann düsen wir doch wieder dahin. So. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich die Sache mit dem Tabak schon mache. Oder ob ich den nicht aufschiebe. So. Bürger erholen sich nämlich, so allmählich. Alkohol habe ich genug, Stoffe habe ich genug, Klamotten habe ich genug, Schmuck nicht ganz so, aber das ist mir egal. Holz klappert. Erze werden geschmolzen. Werkzeug wird geschmiedet. Und zwar gar nicht wenig. Jo, also, eigentlich... Würden wir jetzt das wirklich so machen, dass wir das einfach sukzessive probieren und ein bisschen vorwärts zu arbeiten. Es sind inzwischen sogar schon Kaufleute. Und die Sache mit den Aristokraten. Ja gut. So. Dann machen wir das halt mit den 5000, mit den Kaufleuten, wenn das sein muss. Und es geht. Also das ist ja auch immer die andere Frage, ob das überhaupt geht. Ich würde hier vielleicht noch einen hinsetzen. Da und da. So. Feuerwehr findet da auf jeden Fall hin. Gut, also ich meine, im Prinzip geht es jetzt wirklich bloß noch darum, diese 5000 Leute zu bekommen. Und dafür müssen wir halt die Versorgung sicherstellen mit diversen Verbrauchsgütern. Unter anderem auch Gold. So, der ist da. Da würde ich jetzt dann halt ganz gerne so ein Experimentchen machen. Ob das reicht, das weiß ich nicht. So. Ach ja, so rum war das. Und dann würden wir hier mal sagen, Gold. Okay. Der kann Gold abbauen. Ja, nee. Ja, doch. Aber ich glaube, er kann, man kann das nicht abholen, das Gold. Und dann habe ich nichts gewonnen. Also. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt. Jetzt ist es wieder nur so ein Zeitdings. Also nichts Besonderes mehr. Wir müssen jetzt halt wieder so, wie wir es von mir gewohnt sind. Ganz gemütlich und ganz entspannt und eins nach dem anderen. Halt aufpassen, dass wir peu à peu... Wieso ist denn der jetzt ein Aristokrat geworden, der Depp? Ja, wahrscheinlich, weil er die Möglichkeit hatte. Also wie gesagt, dass wir halt so peu à peu, ganz allmählich... gucken, was ist der Bedarf von unseren Bürgern... Es nicht zu sehr übertreiben mit der Eiligkeit und lieber sicherstellen, dass wir auch wirklich genug Versorgung haben. Von Geld her passt es. Wir müssen jetzt halt wirklich bloß nach und nach die Leute aufwerten. Und dazu brauchen wir momentan den Tabak gar nicht. Und wie gesagt, das Schwierige ist halt wirklich, diese Stadt hier braucht die Menge an Leuten. Und ich meine, sie hatte die Menge an Leuten.
Aber die Versorgung war eigentlich nicht wirklich sichergestellt. Also die Sache mit den Lebensmitteln, habt ihr ja gesehen, selbst bei 3000 war das schon kritisch. Und ich denke nicht, dass mir die Insel da unten reicht für die Menge an Lebensmitteln, die wir brauchen werden. Klar, ich kann natürlich an anderen Inseln noch so ein bisschen optimieren. 9800, das ist super, das ist super. Das ist natürlich super. Der hier auch. Wie schaut es mit dir aus? Die Auslastung ist genial und die Auslastung ist genial. Okay, das heißt, ich kann auf den anderen Inseln natürlich auch noch gucken, ob ich da vielleicht die Auslastung ein bisschen besser hinkriege. Hier kann ich mir überlegen, ob ich aus der Getreideinsel nicht eine Rinderinsel mache, um die Lebensmittelproduktion effektiver zu gestalten. Aber die Leute sollen ja nicht nur Fleisch essen. Das trägt ja ungünstig zum Klima bei und so. Das ist ja nicht so der Bringer dann. So, und den anderen Schotter, den lassen wir jetzt hier einfach mal. Wahrscheinlich ist diese Bauweise, so wie sie es machen, doch effektiver. Nicht, weil es mehr Auslastung gibt, sondern wenn man einfach mehr Farm hat. Deren Auslastung auch eventuell halt nicht so gut ist, aber die halt immerhin mehr Farmen haben. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Jojo, da ist ja die Feuerwehr gleich ums Eck. Das müsste ja gleich relativ fix erledigt sein. Hallo Feuerwehr. Hallo Feuerwehr. Hey Feuerwehr. Hey Feuerwehr, wofür bezahle ich dich eigentlich? Feuerwehr? Ah, das ist jetzt was, was ich nicht kapiere. Es ist direkt nebenan die Feuerwehr, aber die Feuerwehr rennt nicht los. Okay, verstehe ich nicht. Wir beobachten das ein bisschen. Da sind 3 Tonnen. Da sind 0 Tonnen, da sind 3 Tonnen. Da müssten ja jetzt bald 4 Tonnen sein. Dann können wir mal gucken, ob er das abholt. Und ich würde fast tippen, das holt keine Sau ab. Ja, das holt keine Sau ab, weil keine Sau weiß, wie sie da hinkommen sollen. Ach, wie traurig. Und weiter runterbauen kann ich es nicht, ne? Also, wenn ich jetzt hier sagen würde... Nee. Nee, schade. Verschwendetes Geld, verschwendete Ressourcen. Traurig, traurig, traurig. Also, wie gesagt, ich kann gar nicht schnell genug diesen... Ah, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Warum ist die Feuerwehr da nicht zu Hilfe gekommen? Falsche Ausrichtung oder wie? Oder was? Oder warum? Oder wer? Oder hä? Oder was? Oder wie? Oder warum? Oder wer? So.
Gut, also dann schauen wir mal wieder nach den Lebensmitteln. Die Lebensmittel sehen erstmal gut aus. Der Alkohol sieht gut aus, die Gewürze sind. Sieht eigentlich alles gut aus. Die Stoffe langsam so ein bisschen, ja, aber. Die kommen halt von weit her. Und Schiffe haben wir ja auch noch genug, die wir halt in der Gegend rumschicken können. Da ist ja alles in Ordnung. So, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich zu der Feuerwehr nicht sage, tschüss Feuerwehr. Und dann hier sage, hey Feuerwehr. Zack. Zack. Okay, und hoffen mal, dass das jetzt mehr bringt. Wunderbar. Okay. So, 33. Wir sind ja nicht der Krösus, wir haben nichts zu verschenken. Spielstand gespeichert. Wunderbar. Wunderbar. So, ja, wie gesagt, also momentan geht es halt wirklich einfach nur um Warten, dass halt irgendwas passiert. Wir können hier noch so ein bisschen die Straßen verbessern. Ah, apropos. Tschüss, ich brauche nicht mehr. So, und dann hier, bam, bam, hier vielleicht noch darüber, bam, bis ans Ende würde ich das auch noch machen wollen, und dann hier hin. So. Wie gesagt, nach und nach können wir den ganzen Spaß noch modernisieren. Wir können übrigens unsere Steinmetze wieder anschmeißen. Wir hatten ja eh noch welche, die wir übersehen hatten. So, haben wir hier wieder Bürger und Siedler und Pioniere. So, und Lebensmittel sehen immer noch ganz okay aus. Stoffe eigentlich auch, Kakao eigentlich auch, Gewürze eigentlich auch, Alkohol eigentlich auch. Dann würde ich noch mal zwei hier hinsetzen. Pam und Pam. So, also wie gesagt, wir machen das jetzt halt so sukzessive, peu à peu. Damit nicht wieder gleich alles in Chaos ausbricht. Da, 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 da. Und die halt ganz langsam unsere Stadt vergrößern. Das ist ja auch noch eine Goldschmiede. So, aber die ist zu wenig ausgelastet, als dass ich die gerne halten würde. Deswegen auf Wiedersehen, Goldschmiede. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. So, jetzt kommt die Feuerwehr. War wahrscheinlich vorher falsch rum aufgestellt oder irgendwie sowas. Sind sogar zwei.
Ist ja unglaublich. Gut, an der Stelle denke ich, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann bald mal wieder. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit mit Ö. Wie gesagt, wir würden diese Stadt ganz allmählich nach oben treiben wollen. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt... Ah, Triumphbogen kann man ja auch noch irgendwo hinsetzen. Stimmt ja. Und Triumphbogen und Denkmal, genau, okay. Und ein Schloss habe ich auch schon. 40. Geht eigentlich. Ich hätte gedacht, die Betriebskosten von so einem Schloss sind schlimmer. Okay, also ich meine, wie gesagt, wenn so eine Kathedrale 90 ist und so eine Kirche schon 50. So eine Universität 60, Universität. So, dann. Gold. Geht so. Okay, also wie gesagt, wir würden dann halt jetzt wirklich mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen und wir würden dann so peu à peu ganz allmählich mal schauen. Sehen wir nämlich hier schon, geht alles gerade so ein bisschen runter. Wird zwar immer wieder versorgt und aufgestockt, aber es gibt Versorgungsengpässe. Zum Glück müssen wir kein Klopapier liefern. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Wir sehen uns dann, wenn wir vielleicht mal das auch wieder in so einer etwas langgezogeneren Folge. Das werden wir aber eben dann sehen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal Cheerio mit O. Und man sieht sich. Ciao.